Hallo, ihr wunderschönen Menschen da draußen. Heute geht es wieder um das Thema Panik, Panikattacken, Depressionen und was alles sich so Schönes damit mit ergibt. Und diesmal so in so einer Art Q&A, also Question-and-Answer-Form. Einfach weil, wie ihr vielleicht wisst, könnt ihr mir ja auch auf Facebook schreiben unter Lisa Lee Official unter meiner Seite einfach eine Nachricht verschicken, wenn ihr Fragen zu dem Thema habt. Und da haben mir viele Leute viele Fragen geschrieben, die sich immer wieder sehr, sehr ähneln. Und jetzt dachte ich mir einfach, nehme ich mir einfach ein paar von diesen Fragen raus, weil ich einfach sehe, das ist was, was mehrere Leute anscheinend interessiert. Und habe mir die eben rausgeschrieben und werde die heute so ein bisschen beantworten, jedenfalls ein paar davon. Und anfangen tun wir mit dem Thema Medikamente. Dazu kriege ich ganz, 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 ganz viele Fragen. Zum einen, ob ich Medikamente nehme bzw. genommen habe. Und ja, habe ich. Ich habe, glaube ich, 4 oder fast 5 Jahre lang Medikamente genommen. Ich habe damals nach meinem Burnout angefangen, Cipralex zu nehmen. Da auch viele Fragen, was ich genommen habe. Ich habe damals Cipralex genommen, auch als Escitalopram bekannt. Und das habe ich genommen bis vor einem halben Jahr. Ich kenne mich nicht hundertprozentig mit den Medikamenten aus und auch auf diese Frage, was hast du genommen? Ich meine, ich sag's, ich sage gerne, was ich genommen habe, ich bin da ganz ehrlich. Das ist eine Form von Antidepressiva. Aber das ist nicht wie ein Lippenstift oder ein Schmuckstück, was man sich kauft und was an jedem gleich gut aussieht. Oder halt, ja. Medikamente sind einfach anders. Medikamente können bei jedem anders anschlagen, anders wirken. Und ich finde gerade bei so einem Thema, Thema Psyche und Beschwerden dazu, ist es schwierig zu sagen, okay, also meine Freundin hat dieses Medikament genommen, oder die Lisa, die hat jetzt dieses Medikament genommen, dann muss ich das jetzt auch nehmen. Und dann wird das die Lösung sein. So einfach ist es leider nicht. Das wäre ziemlich geil, wenn es so einfach wäre. Ich weiß nur ungefähr von meinem Medikament, dass es einfach, es gibt verschiedene Antidepressiva mit verschiedenen Dosierungen. Also, man kann die natürlich unterschiedlich dosieren, das heißt 5 Milligramm, 10 Milligramm, 15, 20, was weiß ich. Ich habe damals angefangen mit 5 und bin dann rauf insgesamt auf 20, bis ich jetzt eben schlussendlich wieder runter bin auf gar nichts. Was ich an meinem gut fand, war die Tatsache, dass es anscheinend keins der zu starken Antidepressivas war, beziehungsweise Psychopharmakas war. Mir war es wichtig, dass ich eins habe, was ich irgendwann auch einigermaßen einfach wieder absetzen kann. Einfach weil gerade wir Mädels uns im Klaren sein müssen, dass allerspätestens, wenn wir irgendwann schwanger sind, nicht der Grund, warum ich es jetzt abgesetzt habe, man nicht unter Medikamenten stehen sollte. Und für mich war immer wichtig, nicht für immer von so einem Medikament abhängig zu sein, beziehungsweise mir immer zu denken, oh Gott, hast du es jetzt genommen, beziehungsweise meine Erfolge, die ich in dieser ganzen Zeit gemacht habe mit der Panik, dass ich die nicht immer unter dem Aspekt, ich nehme Medikamente, abbuchen kann. Übrigens, entschuldigt dieses Drrrr, das ist der Autofokus und solange ich noch keine Fernbedienung hier habe, müssen wir leider mit diesem Geräusch klarkommen. Aber ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Zurück zum Thema. Ja, mir war es wichtig einfach, dass ich irgendwann wieder auf zwei eigenen Beinen stehe und einfach von nichts mehr abhängig bin. Das war mir ganz wichtig. Allgemein, ich habe mich damals bei einem Neurologen dafür beraten lassen. Falls es jemand nicht weiß, der Neurologe bzw. Psychiater ist für die medikamentöse Behandlung zuständig und der Psychologe oder ja, Psychologe ist für alles,
in Form von Verhaltens- oder Gesprächstherapie zuständig. Verhaltenstherapie geht mehr davon aus, sich mit Verhaltensweisen auseinanderzusetzen, mit denen man dann besser die Panik beispielsweise bekämpfen kann oder andere Probleme. Und die Gesprächstherapie geht mehr in die Tiefe, so ein bisschen, was ist passiert, was war der Auslöser. Es lässt sich nicht so hundertprozentig trennen, weil es ja ein Stück weit auch immer in sich überläuft, weil das eine ja auch mit dem anderen zusammenhängt oft. Ja. Und da bin ich damals zum Neurologen gegangen und habe mir die Medikamente verschreiben lassen. Das heißt, das muss man sich so vorstellen, man geht dahin und erzählt eben, was man für Beschwerden hat, welche Symptome man hat und dass man eben überlegt, Tabletten zu nehmen dafür. Und dann wird man eben beraten. Und dann entscheidet man sich eben für eine medikamentöse Behandlung oder auch eben nicht. Wie gesagt, mir war es wichtig, dass es Tabletten sind, die nicht zu heftig sind. Einfach, weil ich trotzdem mich mit dem Thema, und das auch im Nachhinein gut finde, dass es so war, mich mit dem Thema auseinandersetzen muss. Das heißt, ich würde jedem, der Medikamente nimmt, immer dazu raten, auch eine Verhaltens- bzw. Gesprächstherapie dazu zu machen, also bei einem Psychologen. Einfach weil ich finde, dass es sehr, sehr wichtig ist, zu trainieren, mit dieser Panik umzugehen. Weil irgendwann willst du vielleicht die Tabletten absetzen und merkst vielleicht anfangs dann doch wieder mehr Panik und hast keinen Plan, wie du damit umgehen sollst. Ja. Zu dem Thema Neurologen, also mein erster Neurologe, bei dem ich war, der war super. Der hat mir eben damals das Cipralex verschrieben. Dann der ist dann in eine andere Stadt gezogen und mein zweiter Neurologe, beziehungsweise meine zweite Neurologin, bei der ich einmal war, ich erzähle auch gleich warum, die hat mir, da bin ich hingekommen, habe eben das auch so erzählt und dann meinte sie, ja und mein Leben sei ja so, also wohlgemerkt, da hatte ich damals keine akuten Panikattacken mehr, es ging mir einfach nur darum, dass ich jemanden habe, einen Neurologen habe, der mich einfach, ja, der davon einfach weiß und ein Stück weit das mit überwachen kann. Und ich hatte damals eigentlich mehr Angst vor der Angst, also Angst vor der Panikattacke. Und die meinte dann zu mir, ja, also wenn sie nicht mehr verreisen können und gar nichts machen können und immer Angst haben, da ist ja ihr Leben total qualitativ minderwertig. Und ja, also sie hätte jetzt da die medikamentöse Behandlung, das würde ich halt dann mein Leben lang nehmen, dafür wäre ich aber dann komplett beschwerdefrei. Und es war so krass, weil ich an dem Tag, also A, bin ich raus und dachte mir, okay, ich habe mich am Ende dann nicht für die Medikamente entschieden. Bin da auch nie wieder hin. Aber es war so krass, weil ich an demselben Tag auch noch Psychologin habe und es ihr erzählt habe. Und sie war so geschockt, dass diese Frau anscheinend wirklich dachte, dass dann alle Beschwerden weg sind und gar nichts mehr ist und dass das die Lösung sei. Was genau dieses Problem zwischen Neurologen und Psychologen anspricht, was mir einfach begegnet ist. Und das ist einfach, dass Neurologen, würde ich mal behaupten, das ganze Thema eher mehr biologisch sehen. Also die sagen, okay, die fehlen da bestimmte Botenstoffe, nimm das und das war's. Ich spreche jetzt nicht von allen Neurologen. Ich habe ja dann, wie gesagt, dann einen anderen Neurologen gefunden, der, mit dem ich auch sehr, sehr zufrieden bin, der mir auch geholfen hat, die Tabletten abzusetzen jetzt. Aber ja. Die Neurologen sehen das eher mehr so auf die biologische Art und Weise. Da fehlt ein Stoff, da müssen wir was dafür geben. Und die Psychologen sagen eher so, ach, das geht auch ohne. Also das müssen wir einfach nur am Verhalten ein bisschen was drehen und das war's. Für mich, wenn mich jemand fragt, soll ich Medikamente jetzt nehmen? Was meinst du? Erstens mal kann ich das auch nicht, wenn ich eure Geschichten von euch erzählt bekommen, euch sagen, ob ihr jetzt Medikamente nehmen sollt oder nicht, weil ich kein Arzt bin und das auch gar niemand für euch entscheiden kann, weil nur ihr in eurer Haut steckt. Was ich bloß immer raten würde, ist einfach, dass Medikamente die allerletzte Lösung sind. Bei mir war es damals so, dass ich echt Selbstmordgedanken hatte und ja, gar nicht mehr ein noch ausgewusst habe. Und ich muss sagen, für mich war es damals eine tolle Lösung, aber ich habe auch eine Freundin,
Da ging es auch ziemlich, ziemlich dreckig mit Panikattacken. Und die hat es ohne Medikamente geschafft und auch viel schneller als ich geschafft. Aber das ist einfach, weil jeder unterschiedlich ist. Jeder stellt sich auch seine Ängsten anders. Ja. Von dem her, lasst euch da gut beraten, wenn ihr das Gefühl habt, ihr habt so einen Neurologen, der so gar nicht Psychologen versteht und so denkt, okay, also sein Wundermittel ist jetzt die Lösung, würde ich 3 Schritte aus dem Zimmer rausmachen und sagen Adios und mir einen anderen Neurologen suchen und mich da einfach nochmal unterhalten. Das sollte eure Wahl sein, wo ihr hingeht und dasselbe ist auch mit Psychologen. Ich höre von vielen, ich fühle mich irgendwie nicht so ernst genommen, beziehungsweise der Psychologe versteht irgendwie nicht so recht, was mein Problem ist. Wenn ihr das merkt, ich hatte das auch und ich war lange bei einer Psychologin, wo ich irgendwann dann zu dem Punkt kam, wo ich mir dachte, Frau, du hast so gar nicht verstanden, wie akut eigentlich noch mein Problem ist. Und das war auch für mich der Punkt zu sagen, okay, dann bin ich hier falsch. Dann sollte ich diesen Platz jemand anders geben, der vielleicht mit der Person besser kann als ich. Deswegen scheut euch nicht, auch trotz langer Wartezeiten, die einfach bei Psychologen heutzutage sind, auch mal den Psychologen zu wechseln. Ja. Für mich persönlich, wie gesagt, sollte der Neurologe auch für Psychologie offen sein und die Psychologin oder der Psychologe auch für die Neurologie offen sein. Weil ich finde, gerade bei schwereren Fällen kann das sehr, sehr, sehr schön Hand in Hand laufen. Wie eben bei mir. Also wie gesagt, ich nehme es nicht mehr. Gab es irgendwelche Nachteile für mich in dem Beipackzettel, was ich so gelesen habe? Ich habe nicht alles gelesen, weil Freunde, das muss man sich nicht antun. Wenn einem was passiert, dann merkt man es schon, denke ich mir immer. Insgesamt bei Medikamenten. Drin steht, dass man mehr isst, wovon ich jetzt irgendwie nichts mitbekommen habe. Ich habe natürlich zugenommen, aber es liegt daran, dass ich davor wirklich mehr eine Extremsportlerin gewesen bin und dann einfach gar nichts mehr gemacht habe. Was mir nur aufgefallen ist, gerade in der letzten Zeit, was auch mit ein Grund war, warum ich es dann abgesetzt habe, war, dass ich insgesamt, wenn ich unter Stress stehe oder wenn mich was belastet, dass ich mehr mit dem Magen reagiere. Das heißt, ich habe mehr Magenschmerzen, Verdauungsprobleme, pipapo. Und ich hatte einfach das Gefühl, dass in letzter Zeit das mehr zugenommen hat. Und das ist auch eine der Begleiterscheinungen, die eben auftreten kann. Und ich habe für mich gemerkt, dass das wesentlich besser geworden ist. Ich reagiere zwar immer noch auf Stress mit dem Magen, aber weniger als gerade in der letzten Phase, in der ich die Tabletten genommen habe. Ja, so viel dazu. Zum Thema Ausschleichen und Einschleichen. Also solche Medikamente sind trotzdem nicht sowas wie Paracetamol, ja, was man einfach mal schluckt und das war's, sondern das sind Medikamente, die langsam hochdosiert werden müssen. Und auch genauso langsam wieder runterdosiert werden müssen. Eigentlich, glaube ich, noch langsamer. Einfach weil sich da der ganze Körper erst dran gewöhnen muss. Also einschleichen war damals bei mir überhaupt gar kein Problem. Es gibt Leute, die haben Probleme. Also ich habe in meinem Bekanntenkreis eine Person, die wollte diese Tabletten eben auch anfangen zu nehmen und hat eine Panikattacke gehabt mit Schwindel und sie hat gesagt, sie hat nicht ganz so scharf gesehen und ja, war nicht schön. Am Ende hat sie dann die Tabletten nicht weitergenommen, hat sich dann dagegen entschieden. Ja, sowas kann passieren. Das sind keine Lutschbonbons, die man nimmt, aber ja, bei mir war gar nichts oder beziehungsweise ich habe es damals vielleicht auch nicht gemerkt zwischen den anderen Beschwerden, die ich eh hatte. Beim Ausschleichen ist mir eher aufgefallen, dass ich mehr mit Stimmungsschwankungen zu kämpfen hatte, also ein bisschen näher am Wasser gebaut war. Ja. Schwindel, bilde ich mir ein, hätte ich so eine halbe Woche gehabt, aber keinen, der mich jetzt komplett am Alltag bewältigen, jetzt komplett hätte gehindert, sondern eher so, man merkt es einfach, man ist irgendwie nicht so, ja, nicht so 100 pro.
Ja, aber es war nichts, wo ich jetzt sage, oh Gott, ich muss sie wieder nehmen. Es ist einfach wichtig, dass wenn ihr euch dafür entscheidet, die Tabletten abzusetzen, dass ihr, ja, wie soll ich sagen, ich habe lange, lange Zeit nach dem richtigen Zeitpunkt gesucht. Ich hatte auch zwischenzeitlich eine Psychologin, die immer gesagt hat, hey, die musst du doch gar nicht mehr nehmen, Mensch, setz sie doch einfach jetzt ab. Das hat mich eigentlich dazu gebracht, sie länger zu nehmen, als ich es vielleicht hätte gebraucht. Deswegen lasst euch da nie reinreden, das ist euer Körper, das ist euer Leben und wenn ihr das Zeug noch weiternehmen wollt, dann nehmt ihr es noch weiter. Davon geht die Welt nicht unter. Wie gesagt, bloß bei Schwangerschaft würde ich es eben nicht nehmen. Aber ich würde mich fragen, ob ich A, das Gefühl habe, ich kann das auch gut ohne das bewältigen. Bei mir ist beispielsweise, mir ist aufgefallen, dass ich oft meine Tabletten dann auch vergessen habe. Am Anfang war das immer so, oh Gott, hast du die Tabletten genommen, sonst überlebst du den Tag nicht. Und dann war es eigentlich mehr so, dass ich sie total oft vergessen habe. Also es war mir gar nicht mehr so wichtig. Und dass ich mir überlegt habe, okay, habe ich jetzt vielleicht nicht die stressigste Phase im Moment? Habe ich jetzt vielleicht nicht eine Beziehungskrise gerade oder was weiß ich, was mich jetzt groß belasten könnte? Man sollte sich schon so angenehm wie möglich gestalten. Wobei das Leben ist das Leben und das kommt eben manchmal stressig und manchmal nicht stressig und das kann man einfach nicht ganz planen. Aber für mich war wichtig, dass ich weiß, wenn ich das jetzt ausschleiche, braucht mein Körper und meine Psyche eine Zeit lang, sich daran zu gewöhnen. Und das ist auch immer noch so der Fall. Und dass man sich eben nicht so volllädt mit Stress, weil der Körper einem einfach ziemlich schnell anzeigt, Freundchen, so nicht. Ich aber nicht zurückgehen will. Das heißt, wenn ich jetzt eben, wie ich es auch leider gemacht habe, mir dann doch mehr Stress aufgeladen habe, als es hätte sein sollen, dann merke, okay, ich falle wieder in so ein kleines Loch. Es ist eher so ein Reminder, aufpassen, Stress zurückfahren, dich mehr wichtig nehmen und deine Gesundheit und lieber da mal zurückfahren. Und aber wenn man das wirklich beachtet und sich jetzt nicht volllädt mit Stress und was weiß ich, dann ist eigentlich alles wunderbar. Und ich glaube, hätte ich die letzten Wochen nicht ganz so viel Stress gehabt, wäre es auch ein Tacken reibungsvoller abgelaufen. Aber es war eigentlich gar nicht so, dass ich es in Richtung Panik gemerkt habe, sondern eher in Richtung Depressionen. Also, dass ich emotionaler war, manchmal einfach auch negativer war. Ja, das war eher der Fall. Aber ich habe einfach gemerkt, sobald ich den Stress jedes Mal reduziert habe und mich wieder mehr in den Mittelpunkt meines Lebens gestellt habe, dass es dann wieder nachlässt. Und das ist eigentlich ein Mechanismus meines Bewusstseins, um den ich eigentlich dankbar sein darf, weil es mich eigentlich jedes Mal bestraft, wenn ich mich nicht als wichtigsten Punkt in meinem Leben sehe. Auf keine egoistische Art und Weise, sondern einfach auf eine achtsame, auf sich schauende Art und Weise. Und von dem her darf ich da eigentlich wirklich dankbar sein. Und ja, von dem her bereue ich es auf keinen Fall, die Medikamente abgesetzt zu haben. Ich bereue sie auch nicht genommen zu haben. Für mich war es der perfekte Weg. Ich finde, das muss einfach jeder für sich ausprobieren, was einem taugt oder nicht taugt. Ich weiß von vielen Leuten, dass es auch ohne Medikamente geht. Es ist einfach wichtig, egal ob man Medikamente nimmt oder nicht, einen guten Psychologen bzw. eine gute Psychologin zu haben und sich da wirklich richtig zu fühlen und verstanden zu fühlen, weil das ist die Person, die euch am besten packt und der Neurologe sieht euch vielleicht einmal im halben Jahr oder im Jahr. Ich glaube, ich habe in den 5 Jahren, 4, 5 Jahren Neurologen jetzt 3, 4 Mal gesehen. Deswegen, der Psychologe ist eigentlich der wichtige Punkt. Und natürlich, wenn ihr merkt, dass die Medikamente irgendwelche komischen Nebenwirkungen haben, das muss man erstmal abwarten.
weil sich das, wie gesagt, erst dran, wenn man sich, wie gesagt, erst dran gewöhnen muss, der Körper. Aber wenn man natürlich merkt, das geht gar nicht, dann geht's nicht. Und dann soll es auch so sein. Also ich finde immer, alles hat seinen Grund. Und auch wenn man manchmal was nicht so toll läuft, es hat seinen Grund. Und du wirst später merken, warum. So, jetzt sehe ich, dieses Video ist jetzt schon viel zu lang. Also wahrscheinlich jetzt so 20 Minuten irgendwas so. Ich glaube, ich mache das einfach in zwei Teilen. Weil das war jetzt zwei, drei Fragen von den Fragen, die ich mir rausgeschrieben habe. Das heißt, wir machen hier einen Cut. Das ist der erste Teil. Und ja, würde mich freuen, wenn ihr beim zweiten dabei seid. Wenn ihr Fragen habt, schreibt sie mir unbedingt in die Kommentare, weil ich meine, von Kommunikation lebt das Ganze. Und ja, ich hoffe, ihr fandet das Video hilfreich. Das sind, wie gesagt, alles nur meine Meinungen und meine Erfahrungen. Da muss jeder durch und jeder seine Erfahrungen machen. Ich kann euch nur von mir erzählen und wie es bei mir war. Ja, ich hoffe, ihr fandet es hilfreich und hattet ganz viel Spaß damit. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao!